Jo Freunde, was geht ab? Willkommen zu einer neuen Folge bei den Dwarf Brothers. Ist eine Weile her, Freunde. Wie ihr mitbekommen habt, mein nächster Kampf steht an, 10. Februar gegen John Palalogos, das aber später. Und heute kämpft auch mein Bruder Kerim Engzek und der andere Christian Ekelin, Hatef Moeli. Wir werden auch live vor Ort sein, werden uns das ganze Event anschauen, werden die Jungs lautstark unterstützen und hoffen natürlich, dass alle unsere Leute mit einem Sieg nach Hause fahren. An dieser Stelle, Freunde, jetzt gehen wir erstmal eine Runde pumpen mit meinem Bruder John Yusupov, wenn er mal endlich ankommt. Und ja, an dieser Stelle bis nachher. Da! Immer diesen Oma-Fahrer. Ich hab nichts dafür, ich war nicht am Stell. Wie geht's dir? Oma-Fahrer, ja, sag mal. Ich weiß nicht, ich fahr immer auf immer. Du bist größter Oma-Fahrer Deutschlands, weißt du, ne? Das ist langsam, extrem langsam. Man kann vernünftig und schnell fahren, wie ich. Was steht dort auf dem Trainingsplan? Keine Ahnung, ich passe mit Johnny an. Ich weiß noch nicht, ich sag dir ehrlich. Also bis jetzt habe ich noch nicht wirklich mit beiden Armen trainiert. Okay. Aber langsam wird mein Arm wieder... Immer wenn ich mit ihm bin, hat er sein erstes Training für irgendwas, weißt du, ne? Letztes Mal doch auch sowas. Letztes Mal nach Kreuzbandriss, diesmal nach Bizepsriss. Was hast du letzte Monate gemacht? Hat nicht viel von dir gehört. Letzte Monate? Chill mal, jetzt leierst du aber ein bisschen. Also ich mach das immer so, Bruder. Entweder das, dann geht's da lieber, hier für obere Brust. Mach einfach mit. Ich mach Wischiwaschi, Bruder. Ich bin wie einer, den Topf schmeißt und einfach rührst. Machen wir Wischiwaschi heute. Johnny, ich hab gehört, du hast ein Hausverbot in Berlin bekommen. Kann ich, glaube ich, auf Kamera nicht sagen, ne? Nicht? Also haben sich ein paar Leute nicht benommen, haben Konsequenzen getragen, hat man mit den zwei Wörtern gegeben. An Fit One hol ich nach Hause, jedes Fit One. Ich bin gerade hier und ich werde immer da sein. Geht das so? Ja, ja. Vom Gefühl fühle ich mich, als ob ich 200 Kilo drücken könnte. Okay, okay, krass. Aber ich weiß nicht, wie mein Arm das mitmacht. Dann mach auch nicht so viel, Bruder, ja? Ja, ich mach so bis die Grenze. Okay. Sonst lief das in letzter Woche zusammen, oder bin ich gelaufen? War okay, war jetzt nichts Besonderes. Wie lange ist die OP her? Ich habe mich ein bisschen bewegt, Kleinigkeiten gemacht so. Ein bisschen fit gehalten. Aber jetzt fängt langsam die Vorbereitung an. Demnach werden wir auch, ne, Step by Step jetzt immer mehr und mehr tun. Das Ding ist, hier in dem Knochen habe ich schon drei Nahtanker, so Löcher, wie wenn du einen Dübel in die Wand machst. Die waren schon vom Brustmuskel ab. So, und in diesem Nahtanker wurde die Bizepssehne irgendwie befestigt. Hier wurde aufgeschnitten, Bizepssehne hängt hier am Unterarm, wurde wieder rangemacht, mit Nahtankern verstärkt. Jetzt bin ich Bionic. Wenn ich schon auf 25 Kilo drücken kann, heute ist schon für mich gut. Und wenn ich will auf Maximalkraft, ich drücke heute sogar 140. Und wenn du willst, ich drücke für dich heute 147. Ja, aber dann mach noch drei mehr, wenn ich da drüber mehr. Jetzt 6 schaffst du, bist ein Löwe. 6? Boah, 6. Ein Löwe. Du schaffst 4 auf jeden Fall. Mit der Version schaffst du noch 6. Nice. Geht schon die Maschine kaputt. 3. Und. Drück, komm. Komm, 2 noch. Und drück. Einer geht noch, komm. Noch mal. Gib alles. Ja. Löwe. You think that I'm running in place? Y'all really testing my patience. Right before I blow up the spot, I had to get back to the basics. What if my talent is wasted? It's sick, but I'm lacking a placement. Thoughts as I rap in the basement, but my come up is legend, it's greatness. I don't care now, it's pedal to the metal. I can never quit now, I will never settle. Es gibt jetzt am Sonntag, also ab morgen, gibt es bis zu 70% Rabatt. Auf Kleidung und Zubehör. Dieser Shaker kostet 2 Euro. Wie sind Bescheid? Motorschnell für 2 Euro. Sei mal ruhig, du Pfeife. 2 Euro. Der Shaker kostet 2 Euro. 30% auf Kreatin, Isoclear, Whey. 40% auf alle Vitamine. 50% auf Bio. In der Geschichte von ESN die krasseste Rabatte. Richtig. auf jeden Fall, so wisst ihr Bescheid. Code Yusupov oder Code Dwarf. Egal was, das ist nicht das Gleiche. Deswegen. Gib Gas, Freunde, viel Spaß. Yeah. I'm not gonna lie, daughter had to put on Yagi, her brain fried. My lady popping Zenny, other lady popping Molly, why she waiting on me? Yogi my area, keep on heading if you want. Okay, machen wir jetzt? Jetzt gehe ich erstmal nach Hause, mich umziehen, duschen und dann geht's los zu Octagon. Wie ist Maschine, alles gut? Läuft alles? Was geht, Leute? Sag was zu deinen Fans. Wir sehen uns, Bruder. Clinton! Hallo Clinton, wir sehen uns. Pass mir auf den Laden hier auf. Oh,
immer neu, Bruder. Für uns geht's wieder nach Köln. Von dir 32 Minuten lang schon. Wir sehen uns dann später wieder, ne? Wir sehen uns später wieder. Okay. Und machen wir einen Abschluss hier. Auf den Abschluss, bis gleich. Tschüss. Jungs, habt ihr Islam gesehen? Noch gar nicht, keine Ahnung, wo er ist. Wir suchen ihn mal. Er ist lost. Ist er unten? Ich glaube, er ist unten. Vielleicht sucht er seinen nächsten Gegner da oben. Johnny, hast du Islam noch gesehen? Noch nicht bis jetzt. Noch nicht. Wir gehen ihn jetzt suchen. Wir suchen ihn. Habt ihr euch doch gerade eben gesehen? Ihr habt euch beim 30 Sekunden. Beim Training haben wir uns gesehen. In dem Video ist es 30 Sekunden her, wo ihr euch gesehen habt. Ja, aber das ist doch ein spannender Übergang. Assalamu alaikum. Wo ist Islam? Nein, noch nicht, noch nicht. Wo ist der? Wo ist der? Boat fighters, then you start. Islam? Vorhin war er irgendwo hier in der Gegend. He's 13 years old. Dann musste er 1000 Fotos machen und ist gegangen. Wir haben sehr intensiv miteinander trainiert und der ist fit, topfit. Egal ob Gegnerwechsel oder was auch immer, der macht den Platz. Hart schlagen, Körper, Kopf gut bearbeiten, Takedown verteidigen, weil der Gegner wahrscheinlich gut. Und das war's eigentlich. Ja, der Gegner ist ja kurzfristig abgesprungen, ne? Über den Gegner weiß ich nichts, ne? Wird aber bestimmt jemand Gutes sein, solche Sachen. Oder Prognose habe ich nicht. Aber wir hoffen natürlich das Beste. Inshallah der Sieg, Bruder, ne? Ja, wir sind gespannt. Hoffen wir auf einen guten Kampf und auf ein frühzeitiges K.O., sag ich mal. Ja, endlich mal. Wurde langsam Zeit, ne? Ich hab gesagt, Kerem, erste Runde. Kampf im Stand halten, reingehen, reinbrettern. Und dann wird das Ding. Ich vertraue auf die Fähigkeit von Kerem. Ja, Balai Logos habe ich schon zweimal kämpfen gesehen. Einmal gegen Christian Eckerlin, einmal gegen Christian Jungmann. Islam hat sehr gute Chancen, diesen Kampf zu gewinnen, auf jeden Fall. Sekunden auf der Uhr im ersten Durchgang. Also, wie ich vorher gesagt habe, und auch als es für alle vielleicht knapp aussah, habe ich direkt erkannt, der Kerem wird dann auf jeden Fall finishen und die Runde nicht zu Ende gehen lassen. Weißt du? Das war mir schon klar. Ich kenne ja Kerem vom Training, ich weiß, wie hartnäckig der an einer Zicke dranbleibt. Ja, auf jeden Fall, der hat sehr, sehr stark gekämpft und wie erwartet, erste Runde finish. Amen. Alhamdulillah, rechter Haken, wie letztes Mal, fertig. Alle haben gesagt, Kerem kann kein Boden, der hat mit einem Bodenkämpfer im Boden, hat er den Ground and Pound gemacht, im Stand ausgenommen, perfekt. Kerem, Glückwunsch. Überragend, wie ich gesagt habe, finde ich in der ersten Runde. Was ist los? Was soll mal einer sagen, ich kann keine Predictions geben? Das ist immer krass. Mann, weißt du doch. Hab nur Islam gehört. Hab nur Islam gehört in der Ecke. Hast du gehört, was du gesagt hast? Er hat wirklich gehört, ich hab gerade gesagt. Sag ja. Hände auf, jawohl! Ist der macht die Führhand, komm, jawohl! Komm weiter mit! Ich hab die ganze Zeit geschrieben, Bruder. Ich weiß. Geiler Fighter, Bruder. Hier oben in der Ruhe, was sagst du zu dem Kampf? Wie war der Finish? War optimal, sehr gut gelaufen. Ich habe gesagt, Finish in der ersten Runde, war auch ein Finish.
ja, auch in der ersten Runde gewesen, deswegen optimal, wie wir es uns vorgestellt haben. Ich bin sehr froh, der erleichtert auch. Zweiter Sieg, zweiter Finish, top, so kann es weitergehen, würde ich sagen. Und dann kämpfst du das nächste Jahr an, im Februar? Genau, im Februar. 10. Februar. Und wie wird der Kampf sein? Ich kämpfe gegen John Palaiologos. Palaiologos ist ein Grieche. Viele, die jetzt Octagon verfolgt haben, werden ihn kennen. Er hat es zuletzt gewonnen gegen Jungwirth in einem Kampf. Hat ihn den Arm gebrochen, hat Schulter gebrochen oder gegen Ellbogen. Und ja, fühle mich umso besser. Brauche ich mich nicht rumzuschlagen. Beim Jungwirth oder so schlage ich einfach den, der ihn in der ersten Runde gefinisht hat. Dann finishe ich ihn einfach in der ersten Runde und dann hat die Sache auch erledigt. Weißt du? Hast du eigentlich auch mal Bock für Kampfsport zu machen oder ist es eher nur ein Bodybuilding? Du wirst dich tatsächlich wundern, ich will nächstes Jahr, ich trainiere seit meinem 15. Lebensjahr, mein halbes Leben, ich will nächstes Jahr aufhören, komplett mit Bodybuilding. Wieso? Weil ich zu viele Bewegungen habe. Gelenke und so? Alles tut weh. Ich will so im Sommer, Herbst nächstes Jahr komplett aufhören. Dann so irgendwas mit Ganzkörper machen oder auch irgendwie BJJ irgendwas so. Gucken. Ich habe halt noch Arthrose im Knie und Fuß, deswegen weiß ich nicht, ob ich so MMA oder Boxen machen könnte, weil diese Hüftbewegung und so, da bin ich raus. Geht nicht. Ja, cool. Aber nächstes Jahr feiern mit Hanteln. Mal was anderes. Nice. Das wurde jetzt geleakt, das weiß bis jetzt keiner. Nein? Nein. Ja. Okay. Das können wir ja zusammen ein Training machen. Sonst nur Kirmesboxen früher, sonst gar nichts. Egal, Kirmesboxen auch gut. Kneipe, Kirmesboxen. Ich habe gehört, der Johnny hat den Rekord geschlagen, ich will den Rekord hauen. Hey, hat der Johnny diesen Rekord aufgestellt? Bitte? Hat der Johnny den Rekord aufgestellt? Ja, das ist Johnnys Rekord. Meinst du, ich brechte? Ich schau nur, weil ich weiß, der Johnny nicht gehauen hat. Ich hab den letzten Mal gesehen. Warte, wir brechen jetzt. Wo ist der Johnny? Bro, wir haben jetzt Boxautomat Challenge 2.0. Aber er hat diesmal gewonnen. Ich hab diesmal verloren. Letztes Mal hab ich gewonnen, jetzt hat er verloren. Weil ich hab grad nicht geknackt. Aber der hast du schon geschlagen? Ja, 958 oder 55, sowas. Das heißt, wir müssen eine dritte Runde. Ja. So, Freunde, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War ein paar sehr geile Kämpfe da. Hat wirklich Spaß gemacht, war ein gutes Event. Also Fazit, brutale Veranstaltung. Und ja, dann würde ich sagen, nächstes Mal sind wir dort, wenn ich inshallah kämpfe. Spätestens in der nächsten Woche sehen wir uns wieder für ein neues Video. Dann wird es noch spannender. Richtig. An dieser Stelle nochmal danke, dass du da warst, mein Bruder. Ich habe mich sehr gefreut. An dieser Stelle bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf. Teilen, liken, abonnieren, was auch immer.